I was very impressed when you came on. I think you learn quickly, no? Alex, I want you to start the League Cup match tonight. The chairman wants a good cup run. Let's give him one, no? You won't be disappointed, Dino. Und damit hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren The Journey-Folge. Du hast es gerade in der Sequenz gesehen, ich darf von Anfang an spielen und schon wieder gegen Queen's Park Rangers. Das war das letzte Spiel, was du schon in der letzten Folge gesehen hast. Aber diesmal ist es nicht Liga, sondern der EFL Cup. Und das wird also jetzt sehr, sehr, sehr interessant. Und wir sind wieder Spielmacher genau da, wo ich auch hin möchte. Ich möchte OM-Spielmacher sein, das habe ich auch angegeben. Deswegen bin ich auch sehr zufrieden. Leicester City wurde einfach zu viel von uns. Linksspiel mit LZM, mit Sturm, mit weiß ich nicht was alles. Und jetzt spielen wir wieder gegen Queen's Park Rangers von Anfang an. Das wird eine spannende, gute Folge, denke ich zumindest. Hier kann man jetzt noch sehen, gut, weil das wieder hier nicht geht, aber ich würde sagen, los geht es. Ich bin gespannt. We're kicking off. Sounds like they came for a show. Just give them one then. War ein sehr schöner Anfang, muss ich schon sagen. Jetzt gibt's die normale Einblendung. Queen's Park Rangers im Loftus Road gegen Newcastle United. Irgendein Fake Cup oder keine Ahnung, in dem gibt es auch keinen Design. Und Williams, der ja natürlich einprogrammiert ist, fängt jetzt hier mit Hunter an. Und ich habe gar keine Aufgaben bekommen. Deswegen soll ich wahrscheinlich einfach nur Fußball spielen. Deswegen bin ich mal gespannt, was jetzt hier passiert. So, Williams ist natürlich der Spielmacher, der Stürmer. Und ich bin der Spielmacher. Und da ist schon Hunter. Achtung! Eieiei, da hätte ich mehr draus machen können. Ich habe mir die Pille zurückgeholt und jetzt muss die Flanke auf Williams kommen und der hat die Chance, die Führung zu machen. Also, man merkt doch einen Unterschied, finde ich, von der Premier League und der Championship. Man merkt, es ist, man hat das Gefühl, ich habe hier Schwierigkeitsgrad runtergedreht. Habe ich aber nicht, weil es einfach etwas einfacher ist hier. Und das ist genau, glaube ich, der Sinn des Story-Modus auch. So. So, da ist wieder Williams. Ich biete mich mal an, aber bisher will keiner zu mir spielen. Jetzt. Ah, ich wollte gerade aus dem Stand. Boah, ich wurde schon umgemetzelt hier. Ich weiß auch gar nicht, ob das im Spiel in dem Story-Modus geht, dass man auch verletzt ist. Ob das hier so ein bisschen random ist. So, Henry. Komm, bleib mal dran, Hayden. Wollte aber nicht. Also ich bin auch gerade nicht so überragend mit meinen 6,4. Standardbenotung. So eine 3 minus, eine 4, ne? So ein bisschen. Es ist noch ein Durchkommen. Und jetzt ein falscher Pass gemacht. Wir können mal rausfinden, was passiert, wenn man eine rote Karte kriegt. So, jetzt mal Kontermöglichkeit. Hunter mit dem... Was gibt's doch nicht? Ich wollte einen Doppelpass spielen. Alter, so wird das nichts mehr. Da habe ich meinen Startelf gleich verloren. Ich sag's euch. Bin wohl eher ein Joker bisher. Oder vielleicht war das auch nur die Motivation am Anfang an. Wer weiß. So, wir haben 2-0 gewonnen durch eine Vorlage und ein Tor von mir in der letzten Folge in der Liga gegen Queen's Park Rangers. Jetzt wollen wir auch durch mich am liebsten gewinnen. Durch diese Aktion jetzt von Hunter, der jetzt
den Zweikampf verliert. Lass den Ball laufen. Damit ist gemeint, dass ich nicht rumrenne, sondern am Wort weiterpasse. Aber ich fand jetzt loszurennen da die bessere Entscheidung. Anscheinend wohl nicht. Habe ich mich verloren im Ball. Ich muss jetzt auch ein bisschen aushelfen hier. Das geht ja wohl nicht. Hier läuft gerade sowas von gar nichts. So, jetzt mal gutes Timing. Ah, hat er nicht vergrätscht? Gibt's natürlich wieder schwacher Zweikampf. Und die machen ein gutes Spiel bisher jetzt. Günther Granger ist schwerer als... So, jetzt aber mal. Hunter auf Williams. Und Williams wird für mich gefoult. Ganz klar. Von Lynch. Gelbe Karte. Von Joel Lynch. So. Ich probiere mal was hier. Aber mal gucken. Oh, das geht ja gar nicht. Also erstens hat er ewig gebraucht mit der Ausführung. Und zweitens habe ich nicht von hoch geredet. Gott sei Dank sind wir wieder im Ball besetzt. Ich muss schon bald ausgewechselt werden. Ich bin jetzt schon so platt, das ist nicht mehr normal. So, für mich war das... Ah, okay, es war kein Foul. Jetzt sind wir mal so... Ich muss mal im Kopf drüber nachdenken. Ich weiß gar nicht, ob hier so eine Verlängerung gibt oder ob CFA Cup irgendwas Style-mäßiges ist. Oh! Aber bisher bin ich nicht sehr glücklich mit dem, was hier mit mir und Hunter passiert. Aber es ist auch cool. Halt nicht sein Tag heute. Finde ich gut. Kann aber noch werden. Ich muss auch sagen, mein Team spielt auch grauenhaften Fußball gerade. Jetzt vielleicht mal eine Chance. Ich bin vielleicht schon müde, aber spielt trotzdem mal zu mir. Mal gucken, was man machen kann. Tackentricks ging gar nicht, aber das war jetzt schon mal ein guter Ball. Und jetzt vielleicht mal die Chance. Achtung, da ist Hunter! Ah. Weil der passt nicht so richtig gut und ich war noch im Rennen, dass ich dann ja, das ich hätte noch rüberziehen können, da war doch der, wer war das, Williams, die 11 oder so, war da richtig gut frei. Hätte ich nur rübergepasst, das wäre besser gewesen. Hätte Fahrradkette. Oh, super gemacht hier, Hunter, hat sich die Pille zurück und faul. Steh auf, Junge, dann geht's weiter. Tja, das ist eben Fighter, der Alex. Ganz einfach. So, Hunt hat wieder den Zweikampf gewonnen. 7,1 habe ich noch geschafft. Da habe ich schon mal das geknackt, aber das war ja wirklich ein grauenhaftes Spiel. Ganz ehrlich. Mal gucken, was jetzt hier entschieden wird. Es gibt wohl Verlängerung. Ja. Irgendwas passiert. Es bleibt spannend. Dranbleiben. Spiel fortsetzen heißt hier. Und wir sehen mal ganz kurz rein. Klasse Einsatz. Du hast den Ball im Mittelfeld zurückgeholt. Dränge deinen Gegner ab und bleibe unbedingt auf den Beinen. Das kennen wir schon. Hier haben wir Ballberührung 82, Passquote 80, erfolgreiche Pässe 16, wichtige Pässe einen. Und einmal habe ich daneben geschossen. Aber will er mich nicht auswechseln? Kann ich eigentlich nicht das auch sagen? Nee, das kann man nicht. Weil ich bin schon scheiße müde, wenn ich das mal so sagen darf. Wahrscheinlich gibt es so ein Auswechselding gar nicht. So, Hunter. Es gibt also Verlängerung. Kein Elfmeterschießen. Es muss also K.O.-phasenmäßig heute einer durchkommen. Ich weiß nicht, wie ich das mit Hunter noch regeln soll. Seiner Müdigkeit. Wird das ganze Thema nicht so einfach. Da bin ich vielleicht ein bisschen zu viel gerannt jetzt. Da wollte ich auch zu viel. So, Hunter. Ja, da wollte ich dribbeln und tüten und machen. Das war einfach bescheuert, weil er kann das einfach noch nicht. Auch nicht mit dieser Müdigkeit. Finde ich ein bisschen blöd, dass der Trainer jetzt sagt, oh, der Hunter hat nicht gut geleistet. 7,0 ist müde. Raus mit dem. Fällt mir schon wieder so ein bisschen der Realismus vom Trainer her aus. So, Hunter hat sich die Pille geschnappt und macht den übersichtlichen Pass, aber ich kann nicht mehr rennen. Am Ende verletze ich mich noch.
Ja, und dann mache ich sowas Dummes hier. Hunter. So. Ja, das war nix. Ja, was soll er auch machen? Ich konnte ihn nicht mehr anbieten. Kollegen haben ihn nicht angeboten. Erste Halbzeit, der Verlängerung ist gleich rum. Ernie ist klar. Das zählt auch noch als schlechte Passansage von meiner Seite aus. Aber ich habe den Ball zurückerkämpft, Leute. Und dann mache ich sowas. Ich dachte, aber Hunter kann einfach keine Haken kriegen. Deswegen Finger weg, ich habe ihn wieder erkämpft. So, jetzt nochmal den Ball ordentlich spielen. Ach, das gibt's nicht. Ich hätte fast die Pille gehabt noch. So, weiter geht's. Werde ich nicht ausgewechselt? Nein. Der tote Hunter muss ich tot spielen. 7,1 Note. Ah ja, wenn es Elfmeterschießen gibt, dann wird es auch spannend. Dann werde ich nur ich Elfmeterschießen sein. Oder ich weiß nicht, was dann passiert, ehrlich gesagt. Es wird sehr, sehr interessant. Außer natürlich Queen's Park Rangers gewinnt jetzt hier das Spiel. Achtung! Eieiei. Ja. Wir sind natürlich das bessere Team, aber das sagt gar nichts gerade. Sehr gut gemacht jetzt. Garmisch. Komm, spiel da durch. Perfekt. Jetzt muss. Na, ich hatte schon Flanken geklickt, aber das hat nicht gereicht von der Energie her, von dem Pressing her. Und ich versuche hier den Ball zu ergattern. Hat nicht ganz hingehauen. Ich stehe nicht im Abseits, falls wir. Schade. Aber ich kann nicht mehr rennen, Leute. Es geht nicht. Ich werde auch nicht ausgewechselt, was ich schade finde. So ein bisschen, dass ich auch nicht anklicken kann. Ich bin schon ein bisschen platt. Ein bisschen viel platt. So. Komm, jetzt versuchen wir es nochmal. Auf geht's. Oh. Ich kann einfach nicht mehr. Er kann nichts, gar nichts. Mal gucken, was jetzt passiert. Ob wir Elfmeterschießen machen müssen. Und wie das dann umgesetzt wird. Das schauen wir uns jetzt an. Queen's Park Rangers, Newcastle, Night Elf. EFL Cup 0-0. Interessanter Blickwinkel hier. So. Elfmeterschießen. Queen's Park Rangers, Newcastle United. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alle spielen muss oder wir sehen nur zu, wie wir sehen. Da bin ich mal gespannt jetzt, ob ich dran bin. Und was das Team macht, ich kommentiere einfach mal nur. Achtung, Queen's Park Rangers fängt an und gehalten von Woodman. Und jetzt TOT mit der ersten Aktion. Wir können hier in Führung gehen und weiterkommen. Komm, mach das Ding rein. Das gibt's jetzt nicht. Gehalten. So, Polter gegen Woodman. Komm, das Ding muss gehalten werden. Und wieder gehalten. Es wird also auch hier ein Krimi geben. Sissoko jetzt. Komm, jetzt schieß mal ordentlich, Sissoko. Auf geht's, Sissoko. Und der ist drin. Wir führen. Jetzt, nächste Aktion. Nicht gesehen, welcher Name da auf dem Trikot steht. Aber am besten hält Woodman. Und dann sieht's gut für uns aus. Es geht daneben von Sandro. Und ich glaube nicht, dass Hunter schießen darf. Deswegen hoffe ich, dass mein Team das macht. Drinnen. Kein einziger Jubel hier. Von den Fans von Greenstock Rangers. Und es scheint schon hier die Entscheidung zu sein. Woodman muss nur noch halten oder es muss daneben geschossen werden. Wir sind dann weiter im EFL Cup. Und gehalten! Wir sind durch. Hunter durfte nicht schießen, aber wir sind durch ein sehr schwaches, langweiliges. Aber so gibt es auch mal so Spiele im Fußball. Wissen wir alle, außer man ist Bayern-Fan oder Dortmund-Fan. Dann gibt es nicht so oft so langweilige Spiele. Aber ihr wisst, was ich meine. Das Ding war wirklich knapp mit dem Becken, mit der Hüfte hat Woodman uns ins nächste Ründchen gebracht. So, dann wollen wir mal gucken, wie es jetzt weitergeht.
Passiert also gar nichts, wie wir sehen. Wir sind kurz davor, 60.000 Pfund eingenommen zu haben. Und unser Startelf-Ding geht noch höher. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dabei war es nicht mal so gut. Followers sind wir, ja, könnte ein bisschen besser laufen. Da muss ich ein bisschen was tun noch. Ein bisschen was ist weitergegangen. Wir sind auch Stärke 66 auf dem Weg, das bald zu erreichen. Attribute gibt es nichts Neues dazu. Aber ansonsten war das alles gar nicht mal so von schlechten Eltern, oder? Muss man auch mal zu sagen. So, gucken wir uns jetzt. Leicester City ist aus dem EFL Cup raus. Mit Hunter wäre sicher in der Runde 2 mehr drin gewesen. Was? Leicester City ist raus? Haha! Wollte ich nur mal so sagen. Guck mal, Pokal, ob wir hier schon was sehen können. Wir sehen das mal hier. Oh, wir müssen jetzt gegen Liverpool ran. Und tatsächlich, Leicester City ist raus. Schade, ich habe eigentlich gedacht, dass das die Story-Modus so aufgebaut ist, dass man vielleicht gegen Walker und so spielen muss. Dann sehen wir also Aston Villa gegen Everton, Norwich City gegen Arsenal, Manchester United gegen Manchester City. Oh, das wird ein Knaller, macht im Finale. Stoke City gegen Wolverhampton, Albion gegen Hull City, Crystal Palace gegen Huddersfield oder Huddersfield, ich bin mir jetzt gerade unsicher. West Ham United gegen Chelsea und wir eben gegen Liverpool. Also, das wird sehr, sehr interessant. Und das Training hier machen wir noch, aber wahrscheinlich kein nächstes Spiel mehr. Schauen wir mal, was jetzt einfach noch passiert. For this club, our goal is to rise to the next level of a competition. So we must train our hardest every day. Andiamo! Andiamo, andiamo! Und was gibt's denn heute? Schussgenauigkeit und Lupfer. Führe Weitschüsse gegen Torwart aus. Bonuspunkte gibt es, wenn du die Ziele gut triffst. Okay, dann versuchen wir das auch mal, würde ich sagen. Blamage und so. Oh, das war gar nicht mal so übel. Oh, der war auch nicht so übel. Mit. Oh, jetzt bin ich, glaube ich... Ah, er geht sogar rein. Ah, das sieht schon mal ganz gut aus, Leute. Aber noch nicht Bonuspunkte gesammelt. Also nicht die oberen Dinger getroffen. Ah, cool. Ach, cool ist da bei uns auch. Wie schön. So, jetzt habe ich mal einen getroffen. Der Niederländer, der so geil war in Brasilien. Ah, er war drin, aber ich bin nicht ganz zufrieden damit, muss ich sagen. Er war auch nicht so schlecht. Exzellent habe ich schon mal geschafft. Trotzdem bin ich nicht zufrieden. Oh, der war auch gut. Bin trotzdem immer noch nicht zufrieden mit dem Ganzen. Ah, war schwierig. So, ein Ding darf ich noch, dann ist vorbei. 10.000 gemacht, das ist aber völlig in Ordnung, denke ich. Jetzt kommt Lupfer, überwinde den Torwart per Lupfer und erziele Tore. Je länger du die Taste gedrückt hältst, desto höher fliegt das Ganze. Das kennen wir ja schon so ein bisschen. So, Lupfer war nicht so überzeugend. Nur eine D-Note bekommen. Das habe ich jetzt mal, jetzt wie ich angekündigt habe, mal rausgeschnitten. Trotzdem, Abschluss geht hoch, Balance geht hoch und Schusskraft ist hochgegangen. Und Abschluss ist sogar sehr gut hochgegangen, Leute. Guck mal, Startelf-Ding ist nochmal hochgegangen. Also es wird immer safer hier bei Newcastle Knight. Das freut mich sehr. So, wir sind kurz davor, hier 66 zu bekommen. Und das nächste Spiel ist gegen Sheffield. Und das machen wir erst in der nächsten Folge. Und ich hoffe, du bist dann wieder dabei. Sei dabei! Das würde mich sehr freuen. Lass einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Liga. Und ich freue mich drauf. Mir macht es ehrlich gesagt in der zweiten Liga mehr Spaß wie in der Premier League. Mal gucken, was du dazu schreiben wirst. Bis dahin!